Nein, ich habe nicht auf eine Flagge gekackt. Kannst du auf mit Kommando dieser... kacken? Nein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht auf Kommando pinkeln, wir Kerle. Sag mal, was ist dein Männergeschmack? Dann sage ich dir meinen Männergeschmack. Ach, das bleibt mein Geheimnis. Nee, komm. Nein. Sag mir eine Sache. Ach, ich stehe voll auf Bart. Bart, ne? Geht mir total einer ab. Ja, weiß ich. Ich hatte früher einen. Das Schlimme ist, und das ist so traurig, weil man findet sich selber, ich finde mich selber mit Bart auch schöner. Das heißt, das bedeutet ja am Umkehrschluss, ich muss mir was wachsen lassen, damit ich mich schön finde. Ist das nicht traurig? Oder du musst dir was wachsen lassen, damit du irgendwas versteckst. Ja. Meinst du mein Gesicht? Sollte ich mein Gesicht verstecken? Ich wollte jetzt, nein, nein, das war jetzt einfach nur eine Frage an dich. Mhm. Ja. Ob du das vielleicht so empfindest? Ja, also natürlich. Das ist vielleicht dein Empfinden. Ja, aber es geht ja um dein Empfinden. Ist es nicht auch so, dass, ich glaube einfach, dass ich ab einem gewissen Alter oder je älter ich werde, dieses männliche, äußerliche Männliche anziehend finde, aber innerlich eigentlich das Sensibelchen mag. Also du möchtest einen harte Schale, weichen Kern. Ja. Also eigentlich das, was uns Walt Disney seit all den Jahren irgendwie vorsuggeriert. So, dieses... Wollen wir das nicht alle? Ja. Das Schlimme nur, dass ich keine Prinzessin bin. Ja, obwohl ich hin und wieder auch mal Schuhe verliere. Aber auch absichtlich? Nein. Und gehst du dann mit einem Schuh nach Hause? Ist mir neulich im Urlaub passiert, ja. Wo warst du? Im Balkan. Warum hast du einen Schuh verloren? Du warst voll wie ein Eimer. Aber wie? Ja? Wann hast du dich das letzte Mal richtig dreckig übergeben wegen Alkohol? Oh, das ist verdammt lange her. Das wundert mich selber. Ich glaube, je älter man wird, desto weniger übergibt man sich, wenn man feiert. Bei mir ist das anders. Echt? Ja. Ja, vielleicht kommt es ja in 10 Jahren dann so. Ja. Wenn ich in deinem Alter bin, vielleicht ändert sich das dann wenn wieder. Wenn du 30 bist endlich, das finde ich cool. So, Sana. Ja. Du bist ja aktiv in der Gruppe Femen. Und ich habe Femen gegründet. Du bist Femen-Gründerin, Femen Deutschland. Genau. Ja. Ihr müsst mir was erklären, was ich nicht verstanden habe. Und zwar, es gibt ein Trainingscamp in Paris. Ja. Da muss man hin. Wenn man, oder muss man da hin? Oder geht man da hin? Du musst nicht dahin. Das ist ein Headquarter, ein Trainingscamp. Aber die Trainings veranstalten wir hier in Deutschland auch. Für uns selber und natürlich auch für neue Aktivistinnen, die Interesse daran haben. Was lernt man denn da? Alles. Beispiel. Du lernst Aktivismus, du lernst die Körperhaltung, du musst lernen, dein Gesicht zu kontrollieren. Unsere Protestform, unsere Aktivistengruppierung lebt ja auch von den Bildern. Du musst ja innerhalb von einer Aktion in einem Moment das ein Bild erschaffen, was alles aussagt. Es muss ein perfekter Moment sein. Du musst mit deiner Körperhaltung, mit deinem Gesicht die Wut, die Aggression, das Radikale und vor allem das Thema. Ihr macht halt Schauspieltraining? Nein, das ist kein Schauspieltraining. Das ist innere Stärke, die du dann zeigst. Okay, aber du musst aber die Ernsthaftigkeit der Sache rüberbringen können mit all deinem Körper. Und du musst dich innerlich bei diesem Training so stärken, dass du das in diesem Moment dann auch rüberbringen kannst. Du hast Femen Deutschland gegründet. Femen ist eine Gruppe, die in der Ukraine gegründet wurde, die sich für Frauenrechte einsetzt, vehement. Und dadurch bekannt geworden ist, dass sie einfach oben ohne Protest machen. Wir setzen uns nicht nur für Frauenrechte ein, wir setzen uns für Menschenrechte ein. Interessant, weil da habe ich nur gelesen, weiß nicht, vielleicht stimmt das nicht. Wir haben heute schon im Vorgespräch festgestellt, dass viele Dinge, die ich über dich gelesen habe, gar nicht stimmen. dass Femen zuletzt damit aufmerksam auf sich gemacht hat, dass sie auf diese Flagge der IS quasi gekackt haben und menstruiert haben, dass da irgendwelche Aktivisten das waren, es nicht freie Gruppenzugehörigkeit und freies Glaubensbekenntnis nicht auch ein Menschenrecht? Das heißt also, sprich, wenn ihr euch da so entsprechend dagegen einsetzt, widerspricht sich das nicht im Kampf für Menschenrechte? Überhaupt nicht. Warum nicht? Mein Foto hast du, glaube ich, gar nicht gesehen. Mein Foto war auch so ähnlich. Du hast auch irgendwie auf eine Flagge gekackt? Nein, ich habe nicht auf eine Flagge gekackt. Kannst du auf Kommando kacken? Nein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht auf Kommando pinkeln, wir Kerle. Das ist bei euch etwas leichter. Ja, das liegt aber nur, weil wir diese coole Prostata haben, die wir einfach hin und her drücken können. Voll geiles Teil. Okay. Haben Frauen eine Prostata? Nee. Warum nicht? Deswegen seid ihr ja auch eher anal stimulierbar. Bei euch gibt es ja auch diese Prostata-Stimulation. Sind Frauen nicht anal stimulierbar? Können wir einmal mit diesem Gerät einmal... vielleicht ist das hier der Raum. Ja, doch, aber ihr müsst das schon können. Ja, schon. Ne? Es ist eine Frage der Technik. Man muss es ja einfach mal sagen. Es ist eine Frage der Technik. Nein, und es ist aber ganz anders als bei euch. Ja. Ja, ja.
Wobei auch viele Frauen einfach nicht anal stimulieren können, das muss man auch mal sagen. Also ich breche da jetzt mal eine Lanze. Aber du stehst ja eh auf Lanzen, von daher spielt das für dich keine Rolle. Florafiler Sex ist das neue Ding. Ja? Ja. Okay. Faunafil, Florafil. Ja. Ja. Wo waren wir eben gerade? Bei der ISIS-Flagge. Richtig, das hast du auch Glauben, gemacht. Religion. Ja. Das Problem ist gerade bei Religion und gerade bei dieser Religion, ich komme ja aus einer islamischen Familie und musste mich ja selber aus dem Hallo, Islam heraus. Ey, das wollte ich, wollte dich das pfiffig fragen, aber gut. Okay. Ja, du bist nicht schnell genug. Nee, mach mal, ich finde das ja auch gut, wenn Gäste von sich komplett alleine irgendwie da Gas geben. Und musste mich aus dieser Welt befreien. Ich weiß, wie es ist, aus dieser islamischen Welt zu kommen und in ein Frauenhaus fliehen zu müssen und aus dem Frauenhaus heraus sich ein Leben aufbauen zu müssen. Und dass gerade auch bei dieser Religion die Religion und diese Werte über Menschenleben stehen. Und das ist inakzeptabel. Und deswegen nehme ich mir gerade das Recht heraus, oder wir uns das Recht heraus, genauso wie Alia, die auf diese Fahne menstruiert hat. Sie kommt ja auch aus Ägypten, sich das Recht heraus, auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Weil keine Religion noch sonst irgendwas steht über ein Menschenleben. Und wirklich Argumente gegen gerade den Islamismus zu finden, das brauche ich nicht. Dafür brauchen wir einfach nur die Nachrichten einschalten und dann brauchen wir nicht weiter diskutieren, was da momentan los ist. Aber könntest du mir eine Sache erklären, weil du bist ja nun mal auch im Islam sozusagen groß geworden oder aufgewachsen. Hm? Ist denn Islamismus gleichzusetzen, automatisch 1:1 gleichzusetzen mit diesem Islamismus, der mir in den Nachrichten verkauft wird? Ist das, was Moslems sind? Es ist doch immer wieder das Gleiche. Jeder Moslem sagt ja, nein, das sind nicht die richtigen Moslems. Der andere sagt, nein, das sind ja gar nicht die richtigen Moslems. Wir sind ja sowieso alle ein Stück Dreck. Wem willst du denn glauben? Rein theoretisch musst du eigentlich nur den Koran lesen und dann siehst du so viel menschenverachtende Suren, wo du denkst, ey, was ist los mit euch? Wenn ihr allein schon dieses Buch mit offenen Augen liest und dazu noch die Hadithe, dazu diese Empfehlung in dem Sinne noch, weil es ist ja nochmal ein Anhang, dazu liest, dann braucht man nicht drüber diskutieren, dass es menschenverachtend ist. Natürlich kann man jetzt sagen, auch die christlichen Religionen sind genauso, aber das Christentum bzw. die Christen an sich, die haben sich in der Hinsicht ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt doch sicherlich den einen oder anderen Moslem, ja, der sich auch weiterentwickelt. Ja, aber guck dir doch die Nachrichten an. Ja, und das wo finden die Kriege statt? Es ist nicht so, dass Kreuzritter jetzt momentan nach den Jahrzehnten wieder durch die Gegend laufen und Leute umbringen, sondern es kommt aus dem Islam wieder heraus. Mhm. Und das muss bekämpft werden. Die Gesellschaft will uns Frauen, will natürlich nur schöne Frauen sehen, in einer gewissen devoten, hochsexualisierten Art und Weise immer.